Die Haushalte in den Niederlanden werfen jedes Jahr etwa 3 Millionen Tonnen Restabfälle weg, also die nach der Abfalltrennung verbleibenden Abfälle. Ein Großteil davon besteht aus Kunststoffverpackungen. Mithilfe hochmoderner Trennverfahren sortiert Atero diese Kunststoffe sowie Getränkekartons und Plastiktüten aus den Restabfällen heraus. In diesem Bereich gilt Atero als Marktführer. Viele Kommunen fordern ihre Einwohner bereits zur Trennung von Kunststoffverpackungen und Getränkekartons auf. Normalerweise erhält Atero diese getrennt gesammelten Abfälle in speziellen Plastikbeuteln. In unserer Sortieranlage für Verpackungsabfälle sortieren wir alle Verpackungen nach Kunststoffart. Und zwar sowohl die Verpackungen aus dem Restmüll als auch die getrennt gesammelten Kunststoffe. Dazu verwenden wir verschiedene Techniken: Ballistikseparatoren, Schwingsiebe, Luft-, Nahinfrarot- und Lasertechnologie. Auf diese Weise sortieren wir alle Kunststoffarten. Mit Infrarotverfahren lassen sich Kunststoffe aller Art trennen, zum Beispiel PET-Flaschen oder HDPE-Verpackungen. Die Plastikbeutel und Folien werden zu Ballen gepresst. Diese Ballen gelangen dann zur Polymer-Recycling-Anlage. Die Verarbeitung der Folien und Plastikbeutel zu qualitativ hochwertigem Granulat ist ein komplexer Hightech-Prozess. Dieser Prozess beginnt mit einem leistungsstarken Schredder, der die Ballen öffnet und die Folien zerkleinert. Ein Infrarotabscheider entfernt die letzten Verunreinigungen aus der Folienfraktion. Mithilfe der Vorwaschtechnologie werden Sand, Steine und Metalle aus der Folienfraktion entfernt, um Schäden bei der weiteren Verarbeitung zu vermeiden. Anschließend wird die Folie zu Flakes zerkleinert. Um ein qualitativ absolut hochwertiges Regranulat zu erzielen, werden die Flakes mit heißem Wasser und Tensiden bei 80 Grad Celsius gewaschen. Dies dient der gründlichen Entfernung aller Etiketten, Klebstoffreste, Fette und Tinten. Atero hat den großen Vorteil, Energie und Wärme aus dem eigenen Müllheizkraftwerk verwenden zu können und ein eigenes Klärwerk zu besitzen. Mithilfe von Dichte-Trennverfahren kann Atero Folien von PET und PVC trennen. Anschließend folgen zwei Trocknungsstufen, bei denen wir nochmal die Restwärme aus dem Müllheizkraftwerk von Atero nutzen. Mit der neuesten Extrusionstechnik von EREMA werden aus den sauberen Flakes neue Kunststoffgranulate hergestellt. Das Regranulat wird Ateros Infinite Film genannt. Dieses Regranulat wird in Big Bags oder Silos gelagert. Die Qualität unseres Produkts wird in unserem eigenen, gut ausgestatteten Labor genau überwacht, um die vereinbarten Spezifikationen zu gewährleisten. Das Atero Infinite Film PE Regranulat besitzt einen hohen Qualitätsstandard und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungszwecken. Damit unterstützt Atero die Kreislaufwirtschaft und trägt zu einer nachhaltigen Zukunft bei.